Olimpia Ljubljana will sich rehabilitieren. Nach der 2:8 Klatsche in Villach gastiert Znojmo in Slowenien. Die Tschechen sind weitaus besser in die Quali-Runde gestartet. Gegen Dornbirn gab es einen 6:2 Erfolg. Und Znojmo legt ordentlich los. Jan Lattner vergibt die erste gute Chance in dieser Partie. So richtig sehenswert wird es allerdings erst, als das erste Drittel schon fast vorüber ist. Bussier liegt zurück auf Bostjan Krosnik und der bringt Ljubljana nach 20 Minuten in Führung. Im Mitteldrittel will Ljubljana nachlegen. Šiga Pešut vergibt die Möglichkeit auf das 2:0. Znojmo dann aber deutlich aggressiver. Biro bedient Antonin Boruta und der Verteidiger trifft zum verdienten Ausgleich für Znojmo. Die Tschechen wollen naturgemäß mehr. Über mehrere Stationen kommt die Scheibe zu Lattner. Frazy im Ljubljaner Tor pariert. Knapp 5 Minuten noch zu spielen, Jamango auf Podeswa. Und der entscheidet die Partie für die Gäste aus Tschechien. Podeswa schießt auf fast Frazys Trinkflasche vom Tordach. 2:1 für Znojmo. Olimpia Ljubljana verpasst die Wiedergutmachung nach dem Debakel in Villach. Znojmo startet mit 2 Siegen in die Quali-Runde. Like I said, first 10 minutes, Znojmo was better team. We played too soft. Then we put it up our strength. We start finish the check. We hit hard and fight hard. And from then on, we play a really good game. I must say, we at least equal on some sequence. We are a better team. But in the end, we let them make a couple mistakes. We make a couple mistakes. And Znojmo, like a really experienced team. Executed. Unfortunately, we don't get any points. But again, we fight to the end, put a goalie out. There's still some chances. Didn't produce, and Znojmo win deservedly. They've played us pretty hard all year. Today was no different. I turned one over there, and they got an early lead. And we had a lot of shots on our power play, but their goalie played really well, and we were lucky to get a late goal.